Herzlich willkommen zum Blog der Ostsee-Zeitung, meine Damen und Herren. Es geht wieder richtig los. Die Ostsee-Zeitung hat wieder ein volles Informationspaket für Sie gepackt. Und wie die Geschichten entstehen, das möchte ich Ihnen jetzt mal erklären. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass der Mindestlohn für Aufruhr sorgt in Deutschland. Viele Firmen führen Mindestlohn ein und das ist ja auch richtig so, das ist ja ein politischer Wille. Aber jetzt geht es darum, auch zu kontrollieren, ob dieser Mindestlohn auch tatsächlich umgesetzt wird. Und da gerät der Staat jetzt an seine Grenzen. Der Zoll klagt jetzt nämlich, dass sie gar nicht genug Kontrolleure haben, um zu checken, ob die Firmen ihre Mitarbeiter auch nach Mindestlohn bezahlen. Das sorgt jetzt für richtig Welle und die Ostsee-Zeitung recherchiert natürlich ganz ausführlich, wie es dazu kommen konnte. Ja, kräftige Recherche sind auch erforderlich bei einem anderen Thema und zwar steigt ein Milliardär bei Mercedes-Benz in Mecklenburg-Vorpommern ganz groß ein. Der kommt aus Malaysia und an den heranzukommen, das war auch nicht wirklich einfach. Aber wir haben es geschafft und die Ostsee-Zeitung erzählt jetzt, warum diese Kollegen dort so stark bei Mercedes-Benz einsteigen. Ja, und sonst gibt es natürlich ganz viel Hansa. Dem Verein geht es ja nach wie vor sehr schlecht und Besserung ist auch nicht wirklich in Sicht. Aber trotzdem, wir drücken die Daumen und ich hoffe, dass Sie die Ostsee-Zeitung schön lesen und dass wir uns bald hier wiedersehen.